The Quarry, Folge 4. Moin, hier ist der Angelus und wir sind gerade mit Abby unterwegs, mit Abigail und schauen uns nochmal ein letztes Mal die Hütten an. Das ist ihre Aufgabe. Die Gepäckstücke haben wir schon rausgeholt in der letzten Episode mit Emma hier und da war sie stolz auf uns. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück hier zum Let's Play von The Quarry. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Jetzt sind wir hier schon bei Folge 4. So, ein letztes Mal die Hütten angucken. Gucken wir mal, was es hier doch zu finden gibt. Das hier gleich so eine Klippe ist, ist echt heftig. Nicht auch gefährlich wegen Steinbruch oder sowas? Wenn da was abbricht? Was haben wir hier? Okay. Vorsichtig. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ah. Funk und Radio und alles Mögliche da drin. Deswegen auch die große Antenne, die daneben steht. Vogel. Können wir nochmal hochgehen? Passiert da was anderes? Komplett die gleiche Animation? Nee, nicht ganz. Ist da eine Kettensäge? Da ist eine Kettensäge. Geil. Evil Dead lässt grüßen, ey. Hoffentlich hat die auch Benzin. Nicht so wie im Maniac Mansion. Da gab es kein Benzin für die Kettensäge. Stört mich bis heute. Hey! Hey! Lass das sein! Wusstet ihr, dass so eine Krähe oder Rabe auf jeden Fall eine Intelligenz wie ein siebenjähriges Kind haben? Wenn nicht noch mehr. Ziemlich interessant. Habe ich das letztens eine Studie übergelesen. So, können wir eigentlich... Gibt es eine Taste, um schneller zu gehen? Das wollte ich immer schon mal nachgucken. Controller-Vibration, so. Gehen, ja, das weiß ich. Schneller gehen, da, halten. L1, ja gut, wir kommen denn auf die Taste zum schneller gehen. Dankeschön. Also du drückst alle Tasten durch, so Sprint, was bei anderen Spielen so Sprinten ist. Aber L1 für schneller gehen? Kommst du selbst nicht so schnell drauf. So, was gibt's denn hier noch? Ich gehe mal erstmal hier in die Mitte zur Schaukel und so. Können wir die benutzen? Nee, aber da ist was. Ein Beweis. Beweismaterial. Erstmal das Tutorial dafür anschauen. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Was? Erstmal wegtasern! So. Okay, jetzt fehlen noch zwei Tutorials für Kampf und für Luftanhalten. Die anderen haben wir ja schon gesehen. Quicktime, Unterbrechung und Weg gewählt und sowas. Okay. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. The truth is out there. Das ist aus Akte X. Was ist das? Ist das Dylans? Was ist das? Was war denn das? Hast du es mitgenommen? Text einblenden. Jacob Emma für immer, Sommer. Aber für immer wurde durchgekritzelt. Aber wer war es? War es Emma? Und was war das für ein Zeugs? Das kann ich nicht mitnehmen. Das, woran sie gerade geschnubbert hat.
haben wir denn hier für ein Zaungebiet? Oh, der Pool. Nice. Warum denn hier ein Pool, wenn man draußen, also wenn man hier einen riesen See vor der Tür hat? Verstehe ich auch nicht. Hallo? Na da. Da vorne ist jemand. Ist das Emma? Ja, die wartet schon auf uns. Mit einem Golfcar. Nice. So fahren die innerhalb des Camps rum, ne? Ich glaube, das am Baum war schon das Wichtigste, was man finden konnte. Sonst sieht hier alles gleich aus. Ja. Ja, gut. Gehen wir zu Emmerlein. Auch der Rucksack ist eine kleine Fledermaus auf ihrem Rücken. Abigail macht bisher einen chilligen Eindruck. Nicht so wie die anderen. So, da sind wir. Kann es losgehen? Jo. Die Kette, die Emma trägt. Komisch. Unsicher noch nicht, doch enthusiastisch. Los geht's. Diese gruselige Stoffpuppe wollte ich nicht mitnehmen. Nee. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Mhm. Du bist immer so dramatisch, anstrengend. Ja. Selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Nein. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Vorsicht! Wow! Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Verflingst. Verflingst? Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Solange man noch so ein cooles Car hat, warum nicht? Warum nicht? Ja. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Okay, sarkastisch. Was haben sie ohne dich geschafft? Unterstützend? Nein, Sarkasmus steht dir gut. Oh, wie haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft? Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Ich meine, ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. Hm. Anstrengend ist sie wirklich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Das ist Rauch, ja. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick,
Wartet. Alle. Stimmt. Sollte er das Camp nicht für den Winter schließen? Der Sommer ist doch gerade vorbei. Oder was? Okay. Szenenwechsel. Wem steuern wir jetzt? Wen wir noch nicht richtig kennengelernt haben, war Dylan und so. Ah, Dylan, okay, da ist Dylan. Gerade, wenn man vom Teufel spricht. Schau mal, Jacob, ist okay. Ich habe einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Ah, eh. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich im... Lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich... Also, das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Oh, Mann. Cool. Jacob macht sich ein wenig zum Affen. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Das ist der von Picard. Auf jeden Fall. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Lass andere in Frieden. Geht um mich. Das war's zu ihm. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast... Über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miest wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Klar, klar. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Okay. Silas ist der Sohn gewesen. Unterstützend. Ihr hättet die Kids sehen sollen. Oder defensiv. Besser als deine. Ja, besser als seine Story. Ach ja, kennst du eine coolere? Ja, nein, ich meinte das nicht sarkastisch. Ich kann nicht so gut erzählen. Oh, nee, ehrlich, Alter. Ist nur so falsch rausgerutscht. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry,
Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf! Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Was? Wieso geht das nicht? Bisschen Handy laden. Bitte, das ist super und cool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauche nur Tunes für die Fahrt, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Da war der Ryan genervt. Schade, dass David Arquette nicht die gleiche Synchronstimme bekommen hat wie in Scream. Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Okay, lauschen? Lauschen, das... Es gehört sich nicht. Das mit den Todesopfern ist voll traurig. Herzlos. Tut mir leid, aber du wolltest doch unbedingt über Geister quatschen. Stimmt. Und hier setzen die Augenzeugenberichte ein. Die Leute hören angeblich das Prasseln von Feuer. Das schmerzvolle, sehnliche Flüstern der Frau, die mich ins Jenseits gegen kann. Tut mir echt leid, Kumpel. Tut mir echt leid, Kumpel! Das mit dem Rausschicken gerade. Kann ich helfen beim Schlüsselsuchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also... Lass ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Hat sich gereimt. Kacke. Okay, frustriert, das ist wichtig für mich. Besorgt. Naja, der wirkt auch ein bisschen gerade gestresst, ne? Also fragen wir mal nach. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber... Weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Über die Hexe, okay. Entschuldigen, das wusste ich nicht. Ja, gut, ist ja nur so ein Podcast. Das war nur so eine Story von dem weirden Kind letzten Monat. Hey, sag das nie wieder, ja? In Hackett's Quarry ist jeder auf seine Weise cool. Ihr Betreuer habt ihr große Verantwortung. Macht die Kids glücklich und beschützt sie. Lass den Quatsch. Ja, klar. Ich meine, werd ich.
Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Das macht ihn ja ganz schön nervös, dass die immer noch da sind, jetzt wo es leicht dunkel wird. Verständnisvoll und logisch? Nee. Wieso? Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, da sind sie. Aha. Klar. Jetzt aber zack ich. Im Kaffeebecher, wo sonst? Ah, die Stimme von Scream hätte so viel besser hier gepasst bei ihm, bei der Wetterkette. Da hat er ja schon den Polizisten immer gespielt. Und war mit Gale zusammen. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Nein, nein, nein. Wie kommt es, dass du deinen Phone wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, es passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elk. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit! Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill! Chill, Alter! Heilige Sch... Alter! Alle weg von hier! Los, los, los! Jacob, warte! Warte, warte, warte! Ich mach das! Das mit dem Sprit war keine gute Idee. Oh Mist, Alter, ich wollte nur helfen. Okay. 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 Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Raus mit der Sprache. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso?
Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Kannst du das? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Okay. Das ist ziemlich weird. Ich hasse es ja, wenn Leute nicht anständig miteinander reden und so wichtige Informationen noch zurückhalten. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Dylan, laber nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar. Wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Er macht sich halt Sorgen um euch, genau. Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah, nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Ey, sorry. Ich hab's versprochen. Alter, er erfährt's nie. Ich weiß nicht. Nein, nein, Alter, wir checken's, okay? Du willst brav sein für Daddy. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Genau. Oh. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Okay, 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 Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Tolle Idee. Kein Lärm machen, hat Chris gesagt. Wer guckt denn da zur Lodge? Ist das ein Sniper? Ist ja ein Jagdgebiet hier, ne? Oh! Es ist Bishop aus Alien. Und ein blutiger anderer Dude. Okay. Selbstgebrannter? Jetzt kommen die Hinterwälder raus. Nee. Blut? Die Jagdsaison ist eröffnet worden. Die Jagdsaison. Was sind das für Freaks? Hatte Chris deswegen so Schiss? Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir.
Lass sehen, was du hast. Keine Karte. Du wirst dich umsehen müssen. Bring mir Karten und ich helfe dir. Wo ich herkomme, hilft man sich gegenseitig. Finde sie, bitte. Okay, hab keine Tarotkarte gefunden. Tja. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Ei, ei. Okay. Das war Kapitel 1. Jetzt startet Kapitel 2. Ruf oder Ehre. Ist ja schon wieder ein ganz blöder Name. So, gut Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Kapitel 2. Das war jetzt schon ganz schön lang, aber ja, so haben wir das Ende des ersten Kapitels noch drauf gehabt. Und spielen in der nächsten Folge mit Emma, mit dem Insta-Babe, die Schluss gemacht hat mit Jacob, weil für ihr war das nur ein Sommerflirt. Hat das nicht ernst genommen. Er sieht das Ganze ein bisschen anders. Okay, Leute, einiges passiert. David Arquette haben wir jetzt gesehen, er ist dabei. Großer Star des Spiels. Wobei Lance Henriksen da von Alien Bishop, der Alte, ist auch schon sehr, sehr gut bekannt, der Schauspieler. Danke fürs Einschalten in der heutigen Episode. Lasst einen Daumen nach oben da. In der nächsten Folge geht's weiter. Ciao, ciao.